Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist der 17.04.2018. Wir schauen uns jetzt mal kurz den Verge Chart an, einfach aus dem Grund, weil ich gefragt wurde, auch in anderen Gruppen, wie es denn beim Verge Chart gerade aussieht, und vielmehr soll es eine Art Tutorial werden zu FIP Retracements, FIP Extensions und dem Wellenzielen, Einkaufszeitpunkte abschätzen, Preisdrops abschätzen und so weiter und so fort. Wir haben nämlich heute den großen Tag des Verge Announcements, dieser Verge Verkündung. Die findet, glaube ich, um 16 Uhr statt bei uns, und wir schauen uns jetzt den Chart davor nochmal etwas genauer an, und ich zeige euch auch, wie man trotzdem so einen Chart, obwohl der so von fundamentalen Nachrichten gepusht wird, gut eigentlich analysieren kann. So, wie macht man das? Wir sind jetzt hier am 5-Minuten Timeframe von Verge, und ich habe den einfach so geöffnet, und was hier einfach offensichtlich ist, ist, wir zählen mal 5 Wellen nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Die Frage ist natürlich dann immer, wie kann ich zum Beispiel den Top von dieser fünften Welle catchen, oder wie kann ich vom Top runtershorten, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel hier diese fünfte Welle am besten nach oben riden, weil es ist natürlich ziemlich schwierig, die erste Welle zu treffen, die zweite Welle ist auch schon eher schwierig. Wir können mal hier die Retracements anziehen, sorry. Hier hätten wir 0,5 Retracements, also die ersten Wellen sind immer schwierig zu treffen, weil ihr natürlich noch nicht das Momentum wisst. Sobald die dritte Welle sich geformt hat, kann man eigentlich ganz gut dann mit den Daten, die man hier vorhanden hat, arbeiten. Und das machen wir jetzt erstmal hier. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier die fünfte Welle haben, können wir hier dann unsere Extensions anlegen von der dritten Welle. Und dann können wir mal abschätzen, wie lang die fünfte Welle dann wird. Und im Normalfall targetet man immer eine One-to-One-Extension, wenn man ja halbwegs bullish eingestellt ist, was wir jetzt sind bei Xverge bevor diesem Announcement, und ihr seht, One-to-One-Extension auf den Dollar genau getroffen oder auf den Satoshi genau, sprich, wenn ihr jetzt hier diese 1, 2, 3, 4 Wellen zählt und ihr denkt euch, okay, ich gehe jetzt nochmal rein, und ihr seht aber schon, okay, es sind definitiv, stellt euch mal vor, wenn jetzt hier, ihr seht definitiv, okay, es sind drei Wellen safe nach oben, die drei Wellen zähle ich. Und jetzt ist die Frage, wie lang bleibe ich drinnen? Es ist klar, es ist eine fünfte Welle, und die fünfte Welle wird irgendwann runterkommen, weil es muss sich korrigieren. Ihr nehmt dann also eure FIP Extensions, zieht die FIP Extensions von Welle 3 und zieht die hoch. Und dann stackt ihr eure Buy Orders in diesen Bereich rein. Bereich One-to-One Extension, wenn ihr ganz bullish seid, könnt ihr auch 161.8 Extension ja anzielen, aber ich würde euch eher empfehlen, One-to-One Extensions, die treffen meistens ziemlich gut, und da könnt ihr euch dann euren Profit rausholen. Wenn wir uns hier die dritte Welle anschauen, die dritte Welle schafft eben auch 1:1 die One-to-One Extension, seht ihr das? Dann wäre One-to-One Extensions für Welle 5 ein gutes Target. Wenn ihr wirklich extrem bullish seid und extrem risikoreich, könnt ihr auch hier eure Sell Orders reinstecken. Ich glaube, ich habe vorher Buy Orders gesagt, tut mir leid. Auf alle Fälle wäre das hier mal der erste Bereich, wo man eben verkaufen würde. Was ich jetzt mache, ist dann natürlich folgendes: Wir zählen 5 Wellen nach oben. Wenn man 5 Wellen nach oben zählt, dann muss man immer die FIP Retracements von ganz unten ziehen und nicht von der vierten Welle. Man kann es auch von der vierten Welle machen, aber wenn man es von der vierten Welle macht, also von hier, sollte man auch von hier ganz unten ziehen, denn korrekt ist es nur von ganz unten, weil man von den ganzen fünf Wellen die Retracements zieht. Was wir hier jetzt sehen, ist ein ziemlich bullisches Retracement, nämlich wir bouncen bei 0,382 weg, das heißt, wir haben jetzt hier Support. Ihr seht auch schon hier, sobald dieses FIP-Level von 0,236 durchschritten ist, zählt dieses 0,236 FIP-Level auch als Resistance. Sprich, diese FIP-Levels zählen als Support und Resistance zugleich. Das ist ganz wichtig zu merken. Sobald sie einmal ja, durchschritten sind und wir wieder nach oben gehen, sind diese FIP-Levels Resistance. Seht ihr das, wie wir jetzt hier strugglen, hier durchzukommen? Ja, auf alle Fälle, hier bouncen wir erstmal. Warum wir hier bouncen, ist erstens aus diesem Bereich hier Support. Seht ihr das? Wir haben hier Support, ein riesiges Aufkommen. Also ist schon mal eine Zone, wo man wirklich definitiv seine Buy Orders reinlegen kann. Einfach aus dem Grund 0,382 Retracement. Wir haben hier diese Zone of Confluence, wo wir dieses riesen Aufkommen hatten. Und wir haben mal auch noch den Hintergrund, dass momentan sehr bullish ist, weil in 4 Stunden dieses Announcement rauskommt. Also 0,382 wäre eine Zone, wo man seine Buy Orders hinlegen könnte. Wenn man natürlich richtig klug ist, dann stackt man seine Buy Orders nach unten rein, sprich, man hat hier Buy Orders, hier Buy Orders, hier Buy Orders, damit man halt den besten Average Preis rauskriegt, falls es noch tiefer geht. Warum sind wir jetzt hier noch gebounced? Das Ganze können wir jetzt auch noch von Elliott Wave Perspektive anschauen. Wenn wir hier jetzt die Welle 1 runterzählen, Welle 2, dann haben wir eine riesen Welle 3, wie gewohnt. Welle 3 ist eigentlich fast immer die längste oder zumindest oft, und dann haben wir hier auch 5 Wellen runter. 5 Wellen runter, das heißt, wir hätten jetzt hier mal A fertig, das wäre A in dieser Struktur. A, jetzt
kommt irgendwo ein B hoch und dann ein C runter noch. Wäre laut Theorie jetzt mal der erste Plan. Auf alle Fälle schauen wir jetzt noch nicht auf das C, auf keinen Fall, es ist viel zu weit in die Zukunft geplant. Was ihr auf alle Fälle machen könnt, wenn ihr zum Beispiel hier seht, okay, 1, 2, 3, 4 Wellen zähle ich safe. Wir haben hier 0,382 Retracement, wir haben hier diese Zone of Confluence, könnt ihr mal dabei oder das da reinstacken und eben diesen Push nach oben mal mitnehmen. Das wäre jetzt mal das fürs Erste. Ist wirklich jetzt so eine Art Tutorial. Ich habe jetzt gerade zufällig den Verge Chart geöffnet und ich habe gesehen, man kann es hier ganz gut zeigen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige es jetzt hier einfach mal. So, was wir jetzt noch machen können, ist, wir können jetzt zum Beispiel probieren oder erahnen, abzuschätzen, wie hoch denn jetzt diese B-Welle gehen könnte. Wenn wir jetzt hier die Extension ziehen von der letzten Subwave der Welle 5 und die bis hier runterziehen. Ah, jetzt habe ich die falschen. Ups. Ich wollte gerade die Extensions nehmen. Fail. Wenn wir jetzt hier die Extensions ziehen von der letzten Subwave, die hier hochkommt und die hier runterziehen, dann sehen wir das nächste. Boom. Seht ihr das, wo wir jetzt schon eine Resistance haben? Wir haben Resistance im Bereich der 50% Extension. Das ist kein Zufall, dass wir hier Resistance haben. Auf alle Fälle wäre hier jetzt auch ein Target zu wählen in diesem Bereich vielleicht. Schauen wir uns gleich danach noch an, wie weit das hochgehen könnte. Und das wäre der nächste Punkt, den man machen könnte. Warum ziehe ich das jetzt von hier oben? Ganz einfach, wir zählen einfach die Subwaves wieder. Jede Welle hat wieder 5 kleine Subwaves. Die Subwaves wären hier. 1, 2, 3, 4, 5. Seht ihr das? Und ich habe es von der fünften Welle genommen als Referenzwert. Ich habe ausgemessen, wie lang die fünfte Welle hier nach oben geht und schaue mir deshalb an, als Vergleichswert, wie hoch denn diese fünfte Welle gehen könnte. Das wäre jetzt erstmal fürs Erste das hier. Das Volumen lösche ich gerade nochmal raus. Wir können uns vielleicht auch noch andere Indikatoren anschauen. MACD-Crossover hatten wir hier. MACD ist ein Lagging-Indikator, also das sieht auch hier richtig scheiße aus, also mit MACD hätte ich hier gar nichts machen können. Sieht man natürlich schon, dass hier fundamental gepusht wird. Auf alle Fälle, wenn wir diesen MACD-Crossover sehen, von dieser roten Linie über die grüne Linie, ist das auch ein Zeichen, seinen Long zu closen oder eben Short zu gehen. RSI haben wir jetzt hier auf alle Fälle mal wahrscheinlich Resistance durchbrochen, wenn wir das so hier ziehen. Ups, ich komme jetzt hier nicht ganz runter. Dann wäre das jetzt hier mal die erste Resistance, die hier durchbrochen worden ist. Vielleicht könnte man das Ganze hier auch als absteigendes Dreieck implizieren, aber dafür hätten wir unten zu wenig Touches. Weil der Fälle sollte jetzt nur mal hier ein kurzes Tutorial sein zu FIP Extensions, FIP Retracements. War jetzt nur mal hier das erste, was ich sehe. Wir können auch noch kurz zum Bitcoin switchen. Bitcoin momentan ziemlich confused, ganz ehrlich. Wir haben hier die, für mich ist das die A-Welle, die runtergeht, die war relativ leicht zu targeten. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich auch gesagt, dass wir hier stoppen werden. 7900, einfach aus dem Grund, dass wir hier die 1-to-1-Extension haben. Von der anderen Welle, die hier runterkam. Dann haben wir jetzt hier diese Konfirmation, wo jetzt keiner genau weiß, was das darstellen soll. Ich gehe immer noch davon aus, dass das die B-Welle ist, nur dass die B-Welle jetzt ein wenig höher kommt als geplant. Ich dachte eigentlich, dass bei der B-Welle hier Schluss ist, also 8090 glaube ich war es, oder 8093 war mein Target, dass die B-Welle auf 8093 hochgeht. Sind wir jetzt mal darüber gepusht, haben jetzt hier diese B-Wellen hoch, wie man das jetzt zählt vielleicht, A, dass das komplett A ist mit diesen drei Wellen hoch, dann hier eine ganz kleine B-Welle, das nochmal C, A, B, C und das eine komplette C-Welle. Also das ist jetzt die Frage, wie wir das hier zählen. Auf alle Fälle Bitcoin momentan ziemlich confused, ziemlich eher No-Trade-Zone und da müssen wir jetzt eben abwarten auf Confirmation. Auf alle Fälle, wenn wir hier nicht drüber brechen, über 8100, dann ist es noch ziemlich okay, ziemlich bearish. Sollten wir hier 8100 brechen, könnten wir wieder einen Push nach oben erwarten. Auf alle Fälle bin ich dann noch ziemlich bearish eingestellt, einfach aus dem Grund, weil ich von meinem Count noch nicht abweichen werde, solange ich jetzt nicht irgendwie sehe, dass sie in diesem Bereich hier hochpushen. Es ist auf alle Fälle weder Power von den Bären da, noch von den Bullen. Obwohl wir jetzt hier diese riesen grüne Candle hatten. Das täuscht auch, weil wenn ihr seht, wie hoch dieser Docht hier ging, wurde der ziemlich rejected. Es konnte danach auch kein Momentum mehr vorangesetzt werden für die Bullen. Danach wieder so eine kleine, ja, eigentlich in dem Fall sogar ein Galathing Candle der Bären. Und es ist jetzt wieder so ein Hin und Her zwischen oben und unten. Und ja, ich würde sagen, das reicht erstmal für dieses kleine Tutorial. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare, kommt in unsere Telegram-Gruppe, den Link findet in der Beschreibung. Wenn ihr wissen wollt, wo ich Short trade, weil ich danach immer jedes Video gefragt werde. Ich bin auf BitMEX am Short Traden. Auf BitMEX kann man Bitcoin Short Trade, Cardano, Litecoin, Ethereum und so weiter. Die anderen sind halt Kontrakte. Wenn ihr davon das genauer wissen wollt, schaut mein BitMEX-Video. Auf alle Fälle kann man da zum Beispiel auch gegen den Kurs wetten. Und ich würde sagen, damit reicht es erstmal. Wir schauen uns jetzt direkt dann an, was mit Verge passiert, was für ein Partner da announced wird. Ich bin gespannt. Ihr seht gerade hier, wir haben die 0,236 Resistance durchbrochen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.